Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Hefe selbst herstellt, das heißt, wie ich Hefewasser ansetze. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte man denn Hefe überhaupt ansetzen? Hefe ist so gut wie das günstigste Produkt, was man im Supermarkt bekommen kann. Dennoch finde ich, hat es sehr, sehr viele Vorteile, die Hefe selber herzustellen. Ihr kennt es wahrscheinlich, ihr habt Hefegebäck gegessen und danach fühlt ihr euch vielleicht nicht besonders gut. Bei meiner Mama ist es zum Beispiel so, sie liebt Brot, sie liebt Teig, sie liebt Pizza über alles und Hefegebäck sowieso. Genauso wie ich, nur vertrage ich die Hefe besser als meine Mama, deswegen macht mir das nicht so viel aus. Bei meiner Mama wäre es jetzt besser, wenn sie Hefewasser selbst ansetzt, die Hefe selber produziert und eben nicht auf die industrielle Hefe zurückgreift. Bei Hefe ist es so, je weniger Hefe ihr benutzt in einem Rezept, umso länger ist die Gehzeit. Das heißt, wenn ich mal ganz schnell was zubereiten möchte, einen Nusszopf zum Beispiel, dann kann ich auf 500 Gramm Mehl auch gerne mal einen Würfel Hefe nehmen. Klar hat man dann einen höheren Hefegeschmack. Mir persönlich macht das nicht so viel aus, aber meine Mama zum Beispiel, die mag das nicht so ganz gerne. Das heißt, meine Mama sollte dann ein bisschen weniger Hefe nehmen und dafür den Teig dann aber länger als eine Stunde aufgehen lassen. Bei den Broten ist es so, dass man die Hefeteige gerne etwas länger aufgehen lässt. Man kann wirklich viel weniger Hefe verwenden. Und ich weiß noch ganz früher, da wurde auch noch weniger Hefe genommen. Die Teige wurden viel länger zum Gehen stehen gelassen und die waren wirklich sehr viel verträglicher. Heutzutage muss alles immer schneller gehen. Die Industrie hat immer keine Zeit. Zeit kostet Geld. Das heißt, man nimmt viel Hefe, hat wenig Gehzeit und die Brote sind dadurch ein bisschen weniger verträglich. Heute zeige ich euch daher, wie man die Hefe selbst herstellen kann. Das ist wirklich super einfach. Ihr glaubt es nicht. Es sind nur 3 Zutaten, die ihr benötigt und mit Sicherheit habt ihr die auch alle zu Hause. Und dann habt ihr eure eigene Hefe, das heißt euer eigenes Hefewasser, könnt ihr jederzeit zum Beispiel Brot zubereiten oder auch mal Pizza zubereiten. Theoretisch könntet ihr auch einen Nusszopf zubereiten, aber dazu sage ich euch später noch was. Die Vorteile von selbstgemachter Hefe sind, man verträgt sie besser, das heißt man bekommt keine Verstopfung wie von industrieller Hefe. Man weiß auf jeden Fall, was drinsteckt, denn man hat die Hefe selbst angesetzt. Und vor allen Dingen ist sie nicht gebleicht wie Industriehefe. Die ist nämlich normalerweise braun, aber wenn ihr mal die Packung öffnet, dann seht ihr, dass sie nicht braun, sondern eher hellgrau bis braun sind. Und ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Für selbstgemachte Hefe braucht ihr wirklich nur 3. Und im Prinzip ist alles um euch herum Hefe. Also überall sitzen ja wilde Hefen und Bakterien. Und die könnt ihr verwenden. Das heißt, es gibt einfach Pflanzen und Nahrungsmittel, die sind ein bisschen besser geeignet, andere etwas weniger geeignet. Und ich nehme jetzt, weil es ganz einfach ist, diese Zutaten. Für das Hefewasser brauche ich eine große Flasche mit etwa 1 Liter Füllmenge, 50 Gramm Zucker, 2 Datteln und 1 Liter Wasser. Ich nehme jetzt Datteln, weil es wirklich super einfach geht und vor allem habe ich Datteln immer im Kühlschrank. Die Datteln haben von Natur aus sehr viel Zucker und vor allem eine klebrige Oberfläche. Das heißt, da sind schon ganz viele Pilze und Bakterien vorhanden. Jetzt nehmt ihr euch das Gefäß und die 3 Zutaten und die Öffnung sollte einfach so groß sein, dass die Datteln reinpassen. Also zuerst kommen jetzt die Datteln rein, ist im Prinzip egal, welche Reihenfolge. Dann nehme ich einen Trichter für den Zucker und dann kommt noch das Wasser dazu. Und das Wasser sollte jetzt nicht zu kalt, aber auch nicht zu heiß sein. Ich habe es jetzt einfach aus der Leitung rausgelassen, also handwarm ist ganz gut. Die meiste Arbeit ist jetzt schon getan. Jetzt verschließe ich den Deckel und jetzt kann ich vorsichtig schütteln, damit sich alles gut verbindet. Und im Prinzip muss ich jetzt diese Mischung einfach nur mindestens 8 Tage etwas stehen lassen und 2-mal am Tag schütteln. Und währenddessen öffne ich die Flasche immer wieder, lasse die Gase entweichen und verschließe sie wieder. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum muss ich denn 2-mal am Tag schütteln? Und zwar hat es folgenden Grund, damit das Ganze einfach nicht schimmelt. Bewegte und kleine Oberflächen, die schimmeln einfach nicht und vor allem aktiviert es einfach nochmal die Hefe. Das heißt, denkt einfach dran, morgens und abends zum Beispiel einfach mal kurz durchschütteln, Flasche öffnen, wieder schließen und das Ganze geht dann so etwa 8 Tage. Man erkennt dann, ob die Hefemischung fertig ist, wenn man einfach mal aufmacht und riecht. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle, jetzt riecht es noch neutral, aber ihr kennt wahrscheinlich alle, wenn zum Beispiel Apfelsaft mal länger gestanden hat, dann riecht es so vergoren und das ist ja genau der Prozess. Also das fermentiert jetzt und fermentieren heißt ja auch der Gärprozess. Das heißt, die Hefe arbeitet und entsteht und ich habe das jetzt auch schon mal vorbereitet und zeige euch mal, wie das Ganze nach 8 Tagen aussieht. Hier habe ich jetzt also die 8 Tage alte Hefe und ihr hört es vielleicht auch schon zischen. Das sind einfach die Gase, die entstehen. Und jetzt schäumt es auch gleich. Das heißt, wenn man schüttelt, einfach ganz vorsichtig öffnen. Der Schaum steigt dann hoch. Einfach gucken, dass es nicht überläuft. Und am besten kurz offen stehen lassen, dann beruhigt sich das wieder von alleine. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie verwende ich denn diese Hefe jetzt weiter? Übrigens erkennt ihr am Geruch, wie gesagt, ob sie fertig ist. Das riecht dann einfach, ja, vergoren. Aber trotzdem appetitlich, finde ich. Also es riecht nicht schlecht.
Die Hefe ist auch sehr gut verträglich, auch wirklich sehr gut für die Darmflora, denn während des Gärprozesses entstehen einfach auch viele B-Vitamine. Jetzt fragt ihr euch, wie verwende ich die Hefe weiter? Wenn ihr jetzt zum Beispiel Pizza oder Brotteige ansetzen möchtet, nehmt ihr jetzt statt normalem Wasser einfach dieses Hefewasser. Und ihr müsst natürlich daran denken, dass der Teig dann etwas länger gehen muss. Das heißt, wenn ich heute weiß, ich mache morgen Pizzaabend, kann ich heute schon den Teig ansetzen, kann ihn in den Kühlschrank stellen und kann ihn dann morgen zur Pizza backen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, muss ich denn jedes Mal das Hefewasser wieder neu ansetzen, wenn dieses leer ist? Nein, das müsst ihr auf keinen Fall. Ihr könnt einfach die Reste verwenden, wenn ihr zum Beispiel noch einen kleinen Schluck übrig habt, das Ganze wieder mit Wasser auffüllen, wieder frische Datteln rein, die alten Datteln natürlich raus, Zucker wieder rein und dann vermehrt sich das Ganze wieder. Ihr müsst dann wahrscheinlich keine 8 Tage warten, denn man hat ja dann schon die aktivierten Hefeteile mit drin. Das heißt, das verkürzt auch den Vorgang ein bisschen. Das heißt, ihr könnt hier die Reste einfach benutzen. Der Fermentationsprozess wird verkürzt auf etwa 2 bis 4 Tage. Also man muss nicht mehr 8 Tage warten, sondern hat wirklich nur die Hälfte oder auch ein Viertel. Der Vorteil ist, das Ganze schmeckt nicht so sehr nach Hefe und der Teig ist wirklich super lecker und natürlich auch sehr bekömmlich. Das heißt, ich werde jetzt in nächster Zeit ein paar Brot- und auch ein Pizzarezept damit machen. Setzt am besten heute schon eure Hefe an, dann habt ihr euer Hefewasser. Ihr könnt es trinken, einfach dafür kühl stellen und dann könnt ihr demnächst auch meine Brotrezepte ausprobieren. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei, hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Brotwünsche, dann schreibt es einfach in die Kommentare und das Rezept könnt ihr nochmal nachlesen auf sallys-blog.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!